Die UMIT in Hall, Zentrum biomedizinischer Forschung und Anbieter verschiedenster Ausbildungen. Einer der Themenschwerpunkte, mit denen sich die Tiroler Health and Life Science Universität UMIT beschäftigt, ist die biomedizinische Informatik. Sie ist in der Vergangenheit zu einem selbstverständlichen Werkzeug und zu einem wesentlichen Motor des medizinischen Fortschritts geworden. Doch wie kann die biomedizinische Forschung in der Medizin praktisch von Nutzen sein? Um das zu veranschaulichen, konnten die beiden UMIT-Wissenschaftler Michael Seeger und Michael Netzer mit Unterstützung der Tiroler Versicherung jetzt den Skiweltmeister Manfred Pranger gewinnen. An der Universitätsklinik Innsbruck wurde er unter die Fittiche der UMIT-Wissenschaftler genommen. Die beiden Wissenschaftler wollen das Tiroler Weltmeisterherz und dessen sogenannte Erregungsausbreitung am Computer dreidimensional darstellen, und zwar nicht invasiv, also ohne jeglichen körperlichen Eingriff. Aber wie kann das funktionieren? Ganz einfach und doch wieder kompliziert. Zuerst wird vom Oberkörper des Weltmeisters ein MR, also ein Magnetresonanztomogramm, gemacht. Die Schnittbilder des MR sind dann die Basis für das Computermodell, das am Ende herauskommen soll. Der nächste Schritt ist eine Vielkanal-EKG-Messung. Rund um den Oberkörper von Manfred Pranger werden ganze 65 Elektroden angebracht, die das EKG aufzeichnen und damit die notwendigen Daten komplettieren. C9, C11, D1, D4. Dann kommt das Herzstück dieser Diagnosemethode zum Einsatz. Eine spezielle Software, die sich NICE Cardio nennt und die von den Wissenschaftlern selbst entwickelt wurde. Sie errechnet auf Basis der MR-Bilder und der Viel-EKG-Messung die Daten für die Darstellung des Herzens und die Erregungsausbreitung, die dann am Computer dreidimensional sichtbar wird. Und so sieht das Weltmeisterherz von Manfred Pranger am Computer aus. Wieso macht man nun das Ganze, um mit Wissenschaftler Dr. Michael Seeger? Also prinzipiell geht es darum, nicht invasiv, also ohne einen Eingriff am Körper vorzunehmen, die elektrische Erregungsfunktion im menschlichen Herzen festlegen und feststellen und berechnen zu können. Das ist die Basis und die Grundlage für einen Kardiologen, beispielsweise feststellen zu können, diagnostizieren zu können, ob ein Patient jetzt an Herzrhythmusstörungen leidet, ob irgendwelche anderen Anomalien am Herzen in der elektrischen Erregungsausbreitung vorliegen oder nicht. Bei Manfred Pranger, wie wir Gott sei Dank gesehen haben, Pumpe gesund, das Herz ist in Ordnung, ja, und schlagt für den Skisport, wie man da weiß. Ne? Nahezu 2 Stunden hat sich Weltmeister Manfred Pranger für die Prozedur Zeit genommen. Was sagt er jetzt, nachdem er das Ergebnis gesehen hat? Ja, das ist ein schönes, großes Herz, habe ich gehört. Und es ist einfach für einen Sportler einfach wichtig zu wissen, dass er von Grund auf gesund ist. Und da gehört einfach das Herz dazu, da gehört alles dazu im Körper. Und wir müssen, also der Körper ist das, wo wir einfach drauf schauen müssen, und der soll gesund sein. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass man Hochleistungen bringen kann und soll. Und deswegen ist es wichtig, dass man alles weiß, und natürlich auch beim Herz. Mehr als 10 Jahre intensive Forschung stecken in diesem Projekt, und die Fortschritte waren nur möglich, weil auch die Computerleistung in den letzten Jahren immer mehr angestiegen ist. Die Berechnungen erfordern nämlich einiges an Rechnerleistung. Obwohl die Funktionsfähigkeit dieser Methode bereits an 50 Patienten erfolgreich getestet wurde, ist man derzeit noch weit davon entfernt, diese Entwicklung im täglichen Betrieb einzusetzen. Ja, natürlich, das ist auch
mit das erklärte Ziel. Es ist einerseits natürlich, hier eine gewisse Beschleunigung erzielen zu können, damit es auch wirklich anwendbar wird und werden soll in der Praxis. Andererseits ein weiteres Ziel ist natürlich das Methodenspektrum, das man mit Hilfe dieser nicht-invasiven Darstellung behandeln kann oder beziehungsweise diagnostizieren kann, entsprechend zu erweitern. Also es geht auch darum, beispielsweise am Patienten feststellen und lokalisieren zu können, wo ein mögliches Gebiet, Infarktgebiet liegt zum Beispiel. Also da sind wir mit der derzeitigen Methode noch nicht so weit. Und das haben wir natürlich im Rahmen unserer Forschungstätigkeit vor, entsprechend zu adaptieren und zu erweitern. Das Herz von Manfred Pranger ist nur ein kleines Beispiel der Forschungsarbeit an der UMIT. Andere Forschungsbereiche liegen etwa im Bereich der elektronischen Gesundheitsakte oder im Bereich des größten Krebsforschungsprojektes Österreichs, genannt Onco Tirol.